Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich bin zurück in Deutschland und bin sehr, sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Wobei ich dazu sagen muss, der letzte Tag in Australien war sehr, sehr hart. Ich hatte ja noch ganz kurz eine Sequenz für meinen Sydney-Vlog abgefilmt. Also falls ihr das Video noch gar nicht gesehen habt, werde ich es euch hier oben sehr gerne einmal verlinken. Dann könnt ihr euch gerne meine Zeit in Sydney ansehen, denn da war ich bis vorletzte Woche noch und war da für die Arbeit. Und da fiel es mir jedenfalls sehr, sehr schwer, Abschied zu nehmen und mich von der Stadt zu verabschieden. Und hier angekommen macht es das Wetter gerade nicht besser, denn wir sind total im Herbst angekommen. Heute die Runden mit Capri habe ich komplett im strömenden Regen gemacht. Es hat so geschüttet, also es hat noch nicht mehr die Regenjacke gereicht. Ich musste mit dem Regenschirm rumlaufen und das ist immer so eine heikle Sache mit dem Hund und mit dem Regenschirm in der Hand. Und heute ist Freitag, ich habe für heute auch schon Feierabend gemacht und dachte mir, ich hole schnellstmöglich mal die Kamera raus, bevor es gleich wieder dunkel wird und ihr dann nichts mehr sehen könnt. Denn ich wollte euch unbedingt noch zeigen, was ich in Sydney eingekauft habe. Und das sind alle Sachen, die ich in Australien geshoppt habe. Fangen wir mal an mit dem, was ich bei West End gefunden habe. Hier habe ich unter anderem diesen tollen Bilderrahmen gefunden. Das ist so ein ganz tolles, helles Holzmaterial. Und was mir total gut gefällt, ist, dass dieser weiße Bereich hier sehr, sehr breit ist und das eigentliche Bild, was hier reinkommt, doch eher klein ist. Denn ich finde, das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und das war auch im Angebot. Das war reduziert auf 29 Dollar und das ist in Euro noch etwas weniger gewesen. Also es waren rund 26 Euro umgerechnet und der gefällt mir richtig, richtig gut. Dann war ebenfalls im Sale bei West Elm dieser schicke Kerzenständer. Und zwar ist der richtig, richtig schwer. Der ist aus Marmor und hat auch so eine ganz tolle Marmorierung. Also der ist so ganz, ganz leicht marmoriert und sieht sehr, sehr edel aus. Und dann gab es in Bondi ja noch einen Williams-Sonoma und ich liebe Williams-Sonoma. Die haben da so, so tolle Sachen und den gibt es unter anderem auch in Dubai. Und als wir das letzte Mal in Dubai im Urlaub waren, habe ich mich da auch eingedeckt mit Seifen. Und jetzt habe ich die Amalfi Coast Serie gefunden. Das ist, glaube ich, so eine Limited Edition und ich hatte mir gedacht, ich nehme die mal mit, denn die roch richtig, richtig gut. Und bei Williams-Sonoma habe ich auch noch so einen Pancake-Mix mal mitgenommen, denn die sind da ganz bekannt von Williams-Sonoma. Da müssen dann nur noch die flüssigen Zutaten hinzu, also Ei und Milch und ich glaube noch Butter muss da noch mit hinzu. Dann ist das auch schon fertig. Also das ist praktisch der Mehl- und Backpulver-Mix, der jetzt hier drin ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Und wie ihr eventuell schon mittlerweile festgestellt habt, bin ich auch ein Fan von künstlichen Zweigen. Und ich bin immer auf der Suche nach möglichst echt aussehenden künstlichen Zweigen, denn ich finde, mit denen kann man einfach etwas nachhaltiger dekorieren. Ich dekoriere natürlich auch gerne mit echten Blumen und echten Zweigen, aber ich habe da auf dem Weg in die Blue Mountains, haben wir in einem kleinen Ort angehalten, um uns da einen Kaffee zu holen und da gab es auch so einen kleinen Interior Shop. Wir haben da allerdings nur einen kurzen Halt eingelegt von 30 Minuten und diese 30 Minuten hatten wir dann, um uns einen Kaffee zu holen und da ein bisschen rumzubummeln. Wie ihr eventuell schon wisst, hasse ich es, zu spät zu sein. Und ich habe dann tatsächlich mir den Kaffee geholt und bin dann zum Bus gelaufen, weil es einfach so knapp war. Ich habe so die Zeit vertrödelt in diesem Interiorladen. Aber ich bin nicht mit leeren Händen rausgegangen, denn ich habe da noch einen richtig tollen künstlichen Zweig gefunden. Und zwar hat der so ein ganz tolles Herbstdesign und ist so ein bisschen brauner, so ein bisschen dunkler. Und ich finde, der sieht total hochwertig aus und auch sehr echt. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich liebe es einfach, wenn man so welche Dekozweige jedes Jahr wieder rausholen kann und die einfach nicht schlecht werden. Und ich habe mir davon gleich zwei Stück mitgenommen. Allerdings hatten sie leider nicht mehr. Ich hätte gerne noch ein paar mehr mitgenommen. Die waren zufälligerweise auch im Sale, aber ich glaube, da hat einer ungefähr umgerechnet 9 oder 10 Euro gekostet. Aber da bin ich auch gerne bereit, denn solche Zweige, die sehr echt aussehen, sind auch oft sehr teuer. Und vor allem kommt dazu, dass der auch wirklich sehr, sehr lang ist. Und dann hatte ich euch ja auch mitgenommen in dieses Kaufhaus, in das The Strand. Und da bin ich auch fündig geworden. Da hatten die auch so, so tolle Sachen. Und unter anderem war ich da in einem Geschäft, das von einer deutschen Inhaberin geführt wird. Und das hieß sogar das Gewürzhaus. Und da gab es auch so, so coole Sachen. Da gab es ganz viele Gewürze und Salze und ganz viele andere Dinge. Aber ich habe da mein Auge auf etwas ganz Bestimmtes geworfen. Denn es gab da auch so welche kleinen Knoblauchschälchen. Und die sind hier oben auch geöffnet. Hier gibt es so ein paar
paar Löcher. Denn Knoblauch sollte man ja lichtgeschützt lagern und trocken, aber da muss auch ein bisschen Luft rankommen. Und ich fand das total süß und ich finde, das hat auch irgendwie was, den Knoblauch in so einer kleinen Dose zu lagern. Und da kann man einfach dann den Deckel aufmachen und dann lagert man dann hier drin den Knoblauch. Und ich fand es einfach richtig, richtig niedlich. Und dann gab es noch in dem Kaufhaus einen Stand, an dem man noch so ein paar andere Souvenirs kaufen konnte. Und unter anderem habe ich da eine richtig, richtig coole Kerze mitgenommen. Die hatten da so, so tolle Sorten und die sind vor allem aus Sojawachs. Und die Kerze wurde handgemacht in Melbourne. Und das ist jetzt die Sorte Litchi Martini, also hört sich schon besonders fancy an. Und die riecht so, so unfassbar gut, also hat auch so einen relativ dezenten Geruch. Aber sehr fruchtig. Und die Kerze ist von der Marke Kennedy Smith. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten, was ich gefunden habe. Das war an demselben Stand, an dem ich auch die Kerze gekauft habe. Und ich habe noch unter anderem dieses schöne Geschirrtuch gekauft. Und das erinnert mich total an den Sommer und hat auch vor allem so ein ganz tolles Material. Das ist aus Leinen. Und gerade Leinen ist ja so dieses typische Material, was sich wirklich sehr für den Sommer anbietet. Ist einfach mal eine etwas andere und vor allem auch eine besondere Art, an die Zeit in Sydney zurückzudenken. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ist in der Zwischenzeit auch etwas geliefert worden, worauf ich auch schon sehr, sehr lange warte. Denn Shea McGee von Studio McGee hat ein Buch rausgebracht und da konnte man, ich glaube noch im Frühling bzw. Sommer, konnte man das Buch vorbestellen für September. Und während ich dann in Sydney war, kam das Buch an. Und zwar ist das dieses tolle Buch The Art of Home von Shea McGee. Und ich war so, so schockverliebt, als ich das erste Mal in den Händen gehalten habe. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist wirklich ein sehr, sehr schweres und auch dickes Buch. Es hat sehr viele inspirierende Seiten und ich blätter da total gerne drin rum. Wie ihr ja wisst, ist Shea McGee eine meiner absoluten Lieblings-Interior-Designer und ich liebe ihren Stil und alles, was sie kreiert und das ist für mich eine ganz, ganz große Inspiration und es macht mir einfach so viel Spaß, da drin rumzublättern. Hier zum Beispiel ist auch gerade so ein Bild mit ein paar Olivenzweigen getrockneten in so einer rustikalen Vase. Das ist ja auch so dieser Stil, den ich ja auch so liebe. Also hier seht ihr auch nochmal so ein paar Bilder. Das ist halt genau dieser Stil von Studio McGee und ich liebe das ja. Also ich könnte darin wirklich stundenlang blättern und nach Inspiration suchen. So, ich habe mich jetzt gerade mal auf das Sofa gesetzt, denn ich dachte mir, ich leiste nochmal ganz kurz Capri-Gesellschaft, die aber in der Sekunde, als ich mich gerade hingesetzt habe, die Biege gemacht hat. Ich wollte die Gelegenheit nochmal ganz kurz nutzen, um euch nochmal so zwei, drei Worte zu sagen und auch nochmal auf Sydney kurz einzugehen. Ich muss sagen, ich habe ein kleines Stückchen mein Herz verloren in Sydney, denn die Stadt hat es mir wirklich angetan. Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit daher, dass man da auch mehr oder weniger alleine unterwegs war. Aber es hat mir auf jeden Fall persönlich schon viel gebracht, dass ich so weit weg von zu Hause war und das alleine. Also es hat mir richtig gut getan und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Ich bin aber genauso froh, wieder zu Hause zu sein und aktuell bin ich total wieder in meinem Sportprogramm drin. Also ich habe das leider in den letzten Monaten so ein bisschen schleifen lassen. Ich kriege auch öfter mal die Frage, ob ich zum Beispiel bewusst auf meine Ernährung achte. Ich achte schon darauf, was ich esse. Es macht mir einfach grundsätzlich mehr Spaß, gesund zu essen, weil ich dann einfach weiß und das Gefühl habe, ich tue meinem Körper was Gutes und dadurch schmeckt es mir auch besser. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und mich lacht irgendwas an, sei es eine Pizza oder eine Pommes oder sonstiges, dann esse ich auch das. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwas verbiete. Es macht mir einfach Spaß, selber zu kochen und gesund zu kochen und dadurch habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Und was dazu kommt, beispielsweise was so Süßigkeiten angeht, je weniger man davon isst, desto weniger hat man einfach das Bedürfnis. Ich weiß, es ist so leicht dahergesagt, aber ich habe auch mal eine Zeit lang angefangen, dass ich gar nicht mehr so viel Süßes esse und dadurch entwöhnt man auch so die Geschmacksnerven und dann hatte ich irgendwann mal nach einer Zeit, hatte ich dann mal wieder etwas vermehrt Schokolade gegessen und das war so süß, das war so unerträglich süß, dass ich wirklich gesagt habe, es schmeckt mir einfach nicht mehr, weil es zu süß ist. Also wenn man länger keine Süßigkeiten beispielsweise mehr isst, dann ist es einem einfach irgendwann zu süß und ich bin so an diesem Punkt, dass ich, wenn ich mal was Süßes esse, dann wirklich in Maßen oder wirklich, dass es nicht zu süß ist und ich bin auch wieder so in meiner Fitnessroutine, also aktuell
aktuell mache ich jeden Tag ein Homeworkout, also so 5-mal die Woche trainiere ich von zu Hause aus und dann mache ich an einem Tag so ein Rest Day und es tut mir sehr, sehr gut. Also aktuell habe ich zwar gefühlt überall Muskelkater, aber das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr gut tut und ich achte da einfach gerade drauf, dass ich auch, was das Essen angeht, dass das Essen zum Workout passt und dass ich das wenigstens einmal am Tag mit einbaue, dass ich meinen Körper bewege. Auch ansonsten trage ich auch noch eine Fitbit und damit tracke ich ein bisschen meine Schritte, die ich so über den Tag hinweg mache und mein grobes Ziel sind ja so diese 10.000 Schritte, die man ja immer wieder hört, dass man die so am Tag schon machen sollte und dadurch, dass ich ja eh einen Job habe, bei dem man am Schreibtisch sitzt vor dem Computer, ist es sowieso etwas, worauf ich sowieso achte, dass ich da genügend Schritte am Tag zusammenbekomme und mich auch trotz des Jobs genügend noch bewege und das gelingt mir am besten, wenn ich Homeoffice mache und dann auch noch die Runden mit Capri drehe, also dann habe ich wirklich gar kein Problem, auf diese 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Und dann wollte ich noch etwas anderes loswerden, was mir auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Und zwar wollte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für all eure netten Worte und Kommentare, sei es über Instagram-Nachrichten oder auch hier bei YouTube in den Kommentaren. Ich bin so oft so sprachlos, was ihr mir für nette Worte schreibt und dass ihr euch so die Zeit nehmt, auch solche langen und liebevollen Nachrichten zu verfassen. Das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen und das ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch, der dabei ist und der mir auch Nachrichten hinterlässt, dass man so ein bisschen auch in das Interaktive geht, denn es macht mir auch total viel Spaß, mich mit euch auszutauschen. Ich habe ja unter anderem auch einen Instagram-Kanal und da poste ich auch öfter mal was in meiner Story. Also vieles das, was ihr hier bei YouTube seht, seht ihr bei Instagram etwas eher, denn oftmals filme ich sogar bei Instagram mit und lade es dann bei Instagram etwas eher dann hoch, weil es da dann für YouTube dann immer erst am Sonntag online kommt und natürlich auch alles erstmal geschnitten werden muss. Bei Instagram ist es etwas mehr in Realtime und für heute habe ich jetzt schon Feierabend gemacht und ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt direkt erstmal in die Küche gehen werde und dann werde ich das Abendessen für heute vorbereiten. Und zwar mache ich heute diesen unfassbar leckeren Salat mit Nudeln, Gemüse und noch ein bisschen Feta-Käse und der schmeckt so, so lecker und ist perfekt für den Herbst. Und als erstes bereite ich das Gemüse vor. Dazu habe ich Brokkoli, etwas Rosenkohl und noch eine Süßkartoffel. Das werde ich jetzt erstmal vorbereiten und in kleine Stückchen schneiden. Als nächstes kommt noch etwas Olivenöl oben drüber und dann kommt das für 30 Minuten in den Ofen. Und während das Gemüse gerade im Ofen vor sich hin schmort, bereite ich in der Zwischenzeit schon mal die Nudeln vor. Und zwar nehme ich da in letzter Zeit total gerne diese rote Linsenspirelli. Und in der Zwischenzeit mache ich schon mal mit dem Dressing weiter. Dazu habe ich hier auch schon mal all die Zutaten zusammengestellt. Ich habe hier etwas Apfelessig, etwas Oregano, Olivenöl, Ahornsirup und Senf. Und dazu habe ich hier so einen kleinen Dressing-Shaker. Der ist total praktisch, denn hier kann man sogar alles einmal abmessen. Hier sind so kleine Markierungen drin. Ich fange als erstes damit an, ein paar Esslöffel Olivenöl hinzuzugeben. Dann noch etwas Apfelessig. Dann noch der Ahornsirup. Dann noch etwas Oregano. Und noch etwas Senf. Und zum Schluss kommt dann oben einfach nur noch der Deckel drauf und dann mixe ich das alles einmal gut zusammen. Und so schnell ist schon das selbstgemachte Dressing fertig und das schmeckt sehr, sehr lecker und ist vor allem auch gesund. Während die Nudeln gerade noch kochen und das Gemüse gerade auch noch im Ofen ist, habe ich mir überlegt, dass ich in der Zwischenzeit noch einen kleinen Smoothie mache, einen Proteinshake. So für die Zwischenzeit, denn bis zum Abendessen dauert es noch einen kleinen Moment. Und ich habe jetzt gerade total Lust auf einen schönen Smoothie und da habe ich mir überlegt, dass ich da ein paar gefrorene Beeren reinmache, etwas Magerquark, etwas Proteinpulver und noch etwas Spinat. Und etwas Milch, ein paar Eiswürfel und noch ein paar Datteln für die Süße. Und ich liebe einfach diesen Smoothie, der dann dabei rauskommt. Diese Kombination ist einfach richtig, richtig lecker. Und ich werde euch auch unten gern das Proteinpulver, was ich benutzt habe, auch gern verlinken. Das ist eins mit Schokoladengeschmack. Und tschüss, ihr Lieben! Den lasse ich mir jetzt nebenbei schmecken, solange ich das Abendessen noch fertig mache. Denn in der Zwischenzeit ist auch das Gemüse schon fertig. Als erstes kommen die ganzen Zutaten in eine großzügige Schüssel. Als nächstes folgen dann noch ein paar getrocknete Cranberries. Als nächstes kommt dann noch eine kleine rote Zwiebel hinzu, die ich in ganz feine Stückchen geschnitten habe. Dann kommt noch ein halber Cup an Pekankernen dazu. Zum Schluss kommt dann noch das Dressing obendrauf und dann wird alles gründlich verrührt.
Und das Ganze toppe ich dann auch gerne noch mit etwas Feta-Käse. Dieser Feta-Käse obendrauf, der vervollständigt nochmal diesen ganzen Salat. Und gerade die Kombination mit diesem leckeren Apfelessig-Dressing und dann diesen Pekankern und auch noch dieser Süße von den Cranberries plus noch der Feta, rundet das Ganze einfach ab. Und ich finde, das ist einfach der perfekte Herbstsalat. Und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, den auch mal auszutesten. Und das Schöne daran ist es, dass die Menge wirklich ausreicht für mehrere Tage. Also ich mache total gerne etwas mehr vom Essen und esse dann auch dann die Tage danach auch gern davon. So, wir haben jetzt gerade aufgegessen und ich bin jetzt gerade nach oben gegangen, denn ich wollte mich gleich mal umziehen und schon mal fertig machen für mein Homeworkout. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich euch ja noch meine Nägel zeigen wollte, denn ich mache mir meine Nägel immer sehr, sehr gerne selber mit Neonail und nutze da diese UV-Lacke. Und da habe ich jetzt meiner Meinung nach den perfekten Farbton für den Herbst gefunden. Und so sieht die Farbe aus. Das ist, finde ich, so ein richtig, richtig schönes, dunkles Rot. Es ist mehr rot als braun. Ich finde, das sieht so, so edel aus und ich finde, das ist ein perfekter Farbton für den Herbst und so für die kältere Jahreszeit. Und zwar ist das diese Farbe hier von Neonail und zwar Time for Myself und das ist so ein richtig, richtig schöner Farbton. Ich werde ihn euch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Ich habe jetzt schnell mal abgeschminkt und habe mir jetzt hier meine Sachen oben im Flur, im Obergeschoss vorbereitet und habe hier meine Yogamatte hingelegt und mein Yoga-Handtuch und mache jetzt noch eine kleine Einheit Pilates. Das ist jetzt gerade der 30-minütige Full Body Workout at Home Pilates Kurs und den werde ich jetzt erstmal machen. Hang up the phone and let your heart break on the inner leg. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on. Well, shot Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Guten Morgen! Es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag und ich habe auch eben schon ausgiebig gefrühstückt, denn ich konnte nicht mehr abwarten und musste unbedingt schon mal diesen neuen Pancake-Mix ausprobieren, den ich aus Sydney mitgebracht habe, den ich euch auch gestern gezeigt habe. Denn ich war so gespannt zu testen, wie der schmeckt und ob er denn besser schmeckt als mein übliches Pancake-Rezept. Denn normalerweise, wenn ich Pancakes zubereite, mache ich immer sehr gerne ein Rezept von Preppy Kitchen. Das Rezept von ihm, das werde ich euch auch sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken, denn das ist meiner Meinung nach wirklich unschlagbar und das schmeckt so, so lecker. Allerdings muss ich sagen, dass die Pancakes doch etwas trocken waren und ich die Mischung nicht nochmal kaufen würde. Also selbst wenn ich irgendwann mal wieder bei einem Williams-Sonoma bin, werde ich die Packung nicht nachkaufen. Also es hat sich nicht gelohnt. Und wo ich hier gerade so stehe und hier gerade diese Zweige im Hintergrund sehe, da standen normalerweise immer Olivenzweige und die habe ich jetzt mal durch etwas herbstlichere Zweige ausgetauscht. Die habe ich auch relativ neu, die habe ich bei Etsy gefunden. Die werde ich euch auch unten gerne mal in der Infobox verlinken, falls die euch auch gefallen und ihr vielleicht auch noch ein paar herbstliche Zweige sucht, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Das ist so ein kleiner Etsy-Shop gewesen und in den letzten Tagen habe ich auch noch ein paar Bestellungen aufgegeben bei H&M und unter anderem bei Other Stories und die sind jetzt mittlerweile auch schon angekommen. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch die noch in diesem Vlog. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit diesem riesigen H&M-Paket. Das erste, was ich mir bei H&M bestellt habe, ist dieser schöne Pullover mit Zopfmuster. Der ist ein bisschen weiter geschnitten und hat hier dieses ganz schöne, dezente Zopfmuster, was ich auch so gerne trage im Herbst und Winter. Und ich liebe einfach solche Pullover, weil ich finde, die sind einfach zeitlos und die kommen auch jeden Herbst und Winter wieder in Mode. Den habe ich jetzt in Größe XS, denn ich hatte gelesen, dass der ein bisschen oversized geschnitten ist und ich mag es nicht zu sehr, wenn der zu weit ist. Deswegen hatte ich mich hier für Größe XS entschieden. Als nächstes habe ich mir noch ein schönes Basic-Oberteil bestellt. Und zwar dieses hier in weiß und das hat auch so ein leichtes Strickmuster, so ganz fein gerippt. Und das Besondere an dem ist, dass hier hinten ein etwas größerer Rückenausschnitt ist und auch die Ärmel gehen etwas weiter auseinander. Und so welche Basic-Oberteile kann man immer gut gebrauchen. Gerade zur Arbeit trage ich das auch unheimlich gern unter einem Blazer. Und gerade so welche Basic-Oberteile kaufe ich mir auch immer gerne mal zwischendurch neu, weil ich finde, die sehen einfach mit der Zeit auch irgendwann ein bisschen dreckig aus und man kriegt sie
sie einfach nie so richtig schön weiß, wie sie am Anfang waren, als sie neu waren. Und daher habe ich mir hier nochmal ein neues Basic-Oberteil mitgenommen. Und dann habe ich bei H&M noch einen richtig schönen Mantel gefunden. Und der hat so einen ganz, ganz tollen dunkelgrauen Farbton und ich finde, der sieht total edel aus und ich finde auch, dass solche dunkelgrauen Mäntel auch super kombinierbar sind im Winter. Ich trage im Winter sowieso sehr gerne auch schwarze Stiefel und gerade zu solchen schwarzen Stiefeln, finde ich, setzt sich das Grau einfach nochmal sehr schön ab. Und der Mantel ist zwar von H&M, aber das ist diese Manteco-Linie und ich bin der Meinung, das ist nochmal diese etwas hochwertigere Linie. Und ich werde euch auch alle Artikel, die ich euch heute zeige, auch unten in der Infobox verlinken, sodass ihr dann alles ganz einfach finden werdet. Und da musste von H&M noch ein weiteres Oberteil mit. Das hat mich auf der Webseite total überzeugt von der Farbe her. Dieses Oberteil, das ist auch eher ein Basic-Oberteil, hat hier einen sehr hohen Kragen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das schon ein Rollkragen ist, aber es ist einfach sehr, sehr hoch geschlossen. Es sticht eben nicht zu sehr hervor. Ich finde, es ist so ein Mix aus beige, grün und sieht einfach richtig, richtig toll aus. Der Stoff ist zwar ein bisschen dünner, also man kann hier auf jeden Fall durchschauen. Aber in so welchen Fällen trage ich einfach auch immer sehr gerne noch ein nudefarbenes Oberteil drunter. Ist aber wie gesagt auch eher leicht vom Stoff und daher eher für die Übergangszeit geeignet. Und dann brauchte ich noch einen ganz schlichten schwarzen Blazer und ich habe da einen sehr, sehr schönen gefunden. Und zwar ist das dieser hier von H&M. Ich liebe aktuell sowieso diesen Look aus T-Shirt oder Basic-Oberteil mit einem Blazer und dazu noch einer sportlichen Jeans und sportlichen Schuhen. Und ich trage sowas auch total gerne zur Arbeit. Also einfach dieser Stilbruch aus schick mit dem Blazer, aber dennoch sportlich. Kommen wir auch schon zu den Sachen, die ich bei And Other Stories gefunden habe. Denn unter anderem habe ich da eine richtig tolle blaue Jeans gefunden. Das ist so eine ganz, ganz schlichte dunkelblaue Jeans. Die hat auch keine Waschung und die hat vor allem auch einen sehr schönen Schnitt. Die hat ein schmales Bein, ist aber dafür hochgeschnitten und ich mag es einfach total gern, wenn die Jeans etwas höher geschnitten sind und ich brauchte einfach mal so eine dunkle, schlichte Jeans, denn gerade so welche Jeans, die eignen sich eben sowohl für die Freizeit als auch für die Arbeit. Da musste von And Other Stories auch noch ein Basic-Oberteil mit. Und zwar habe ich da dieses tolle Tanktop gefunden. Es hat auch so einen leichten Rippstrick und hat so ein leichtes Muster. Es ist eher schlicht, aber hat eben dadurch dieses kleine Detail. Und wie auch bei dem anderen Oberteil, finde ich, man kann so welche Basic-Oberteile einfach immer sehr gut gebrauchen. Und dieses hier vor allem ist auch vom Stoff her ein bisschen fester. Also es fässt sich wirklich sehr, sehr gut an. Das war es auch schon mit meinem kleinen Herbst-Try-on-Haul. Ich habe mich jetzt schnell mal wieder in meine Ursprungssachen geworfen, denn ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, denn wir sind heute noch bei dem Geburtstag von meinem Schwager eingeladen. Und heute Abend fahren wir dann noch zu einem Arbeitskollegen von mir, denn der feiert heute rein in seinen Geburtstag. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, wollte ich euch noch kurz eine Sache zeigen, die ganz kurz bevor ich nach Sydney geflogen bin, angekommen ist. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen dachte ich, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und ja, man merkt, man wird älter, wenn man sich über einen neuen Wäschekorb freut. Das ist ein neuer Wäschekorb, den habe ich jetzt vor kurzem erst bei Zara Home gekauft. Und der hat so dieses ganz natürliche Material und sieht einfach richtig, richtig klasse aus. Hier ist ein Deckel, den kann man hier einmal hochmachen. Dann kommt man hier sehr gut an die ganzen Sachen ran. Man kann aber auch den gesamten Deckel abnehmen. Also wenn man dann mal alles rausholen möchte und die Wäsche sortieren möchte, dann kann man auch alles öffnen. Und der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist wie gesagt von Zara Home und kann ich euch bisher empfehlen. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich muss mich jetzt sputen und gehe gleich runter und dann fahren wir auch gleich schon los. Und dann genießen wir noch das Wochenende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch auch einen ganz, ganz tollen und erholsamen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche mit einem neuen Video von mir wiedersehen. Macht's gut!